Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Let's Play Folge Die Zwerge. Ja, letzte Woche haben wir die Zwergenzwillinge Borin und Zwillingsklinge, glaube ich, heißt er irgendwie. Kennengelernt, ich kann mir diese Namen nicht merken. Wir sind vorgedrungen bis zum Schwarzen Joch, musste das Ding heißen. Und da wollen wir jetzt mal gucken, was Schwarze Joch, genau, was uns da erwartet. Mal sehen. Nach einem Marsch durch den dichten Nadelwald erhebt sich das Schwarzjoch, der unheimliche Tafelberg und das Ziel eurer Reise vor euch in die Höhe. Aus nächster Nähe wird dir die beeindruckende Größe des Bergs bewusst, selbst ohne typischen Gipfel. Oh, mal gucken, was das Schwarzjoch ist. Die Händler letzte Woche haben ja nicht gut drüber geredet. Na, wollen wir gleich mal gucken. Bist du dir sicher, dass dieser Famulus hier wohnt? Laut Lot Ionan, ja. Obwohl du dich bemühst, viel Zuversicht in deine Stimme zu legen, siehst auch du keinerlei Anzeichen dafür, dass hier jemand lebt. Keine Burg, keine Tunnel, kein Lager. Hier ist nichts außer dem Berg. Man müsste sich eben genau umsehen. Tu das, Gelehrter. Wir werden so lange hier warten. Du willst protestieren, doch letztlich wäre jedes weitere Wort Verschwendung. Okay, also wegzoomen können wir nicht, dann sehen wir nicht mehr viel. Dann wollen wir mal gucken. Laufen wir hier lang, hier ist nichts. Wir müssen jetzt zum Berg. Dann wollen wir mal zum Berg gucken gehen. Ist hier der Berg? Auch keine Spur von Goren. Wenn er hier ist, dann muss es sowas wie eine Höhle irgendwo im Berg geben. Kann man hier weitergehen? Hier komme ich nur ein Stück nach oben. Es muss einen besseren Weg geben. Gucken wir mal weiter. Oh. Ein alter Baum. Sieht aus, als wenn er jeden Moment umstürzen würde. Na also. Ah, er klettert den Baum hoch. Oh. Zu steil, da kann ich mich nirgends festhalten. Okay, oh, hier geht's bestimmt weiter hoch. Hier sollte ich hochkommen. Oh, puh, oh. Das war knapp. Okay. Ob es noch mal schafft. Hoffentlich lohnt sich das alles. So. Da war was. Was ist hier? Hier ist ein... Nein, doch nicht. Kein Eingang. Gucken wir mal hier. Hier ist nichts, hier geht's wieder runter. Lauf, kleiner Zwerg. Lauf, Tundi, lauf. Definitiv eine Felswand. Das hast du sehr gut erkannt. So, wo geht's denn weiter? Hier, oh, hier ist was. Hier ist etwas eingraviert. Überrascht stellst du fest, dass es sich um Runen in der Zwergensprache handelt. Erbaut mit dem Blut unserer Feinde. Sei unnachgiebig wie der Fels und tränke das Land in ihrem Blut. Habt ihr es gesehen? Da ist eine Tür aufgegangen. Es lädt. Oh, völlig geladen. Hallo? Hallo, ist wer zu Hause? Hallo? Hallo? Keiner da? Das sieht
Irgendwie sieht das alles hier zwergisch aus. Es hat doch kein Magier gebaut hier. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Meister Goren? Oh. Lord Ionan schickt mich, um Ihnen einige Gegenstände zurückzubringen. Meine Nachforschungen sind praktisch beendet. Das bedeutet, ich kann jetzt endlich zu meinem Sonnenschein ziehen. Ich war zwar noch nicht in Grünhain, aber ich glaube, es wird mir dort gefallen. Ich habe vor meiner Abreise meine wertvollsten Besitztümer im Grab des Horengard deponiert und es magisch gesichert. Das Passwort ist... Die folgenden Wörter erkennst du als Runennamen, aber sie sind in der Gelehrtensprache geschrieben. Daher weißt du nicht, um welche es sich handelt. Grünhain. Na toll. Tja, dann müssen wir nach Grünhain. Was ist das hier? Was ist das denn? Hauptaufgabe? Ach, oh. Das sind unsere Aufgaben hier. Was ist das? Ah, okay. Spielmenü öffnen. Okay, das brauchen wir nicht. Also nach Grünhain müssen wir. So, wie kommen wir denn hier raus? Müssen wir irgendwo auf die Ruhen? Kann man hier irgendwas öffnen? Nee. Nee, schade. Hier können wir nichts öffnen. Oder? Nö, ist nichts. Dann gehen wir wieder raus. Dann gehen wir wieder raus. Und dann gucken wir mal. Dann müssen wir bestimmt jetzt wieder runterklettern. War hier vorne noch was? Nee, hier war nichts mehr. Hier können wir runterklettern. Zack. So, dann gehen wir mal wieder zu den Zwergen, Brüder. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Das ist auch blöd, da sehe ich kaum was. So, wo sind sie denn? Hier müssten sie sein. Und Gelehrter? Was haben deine Nachforschungen ergeben? Es gibt eine verlassene Festung im Berg und ich glaube, sie gehörte den Dritten. Boendils Augen verengen sich. Den verdammten Zwergentötern? Eine Festung der Dritten? Hier? Mitten im geborgenen Land? Wir müssen Großkönig Gundrabo darüber informieren. Die Festung ist schon lange verlassen, wie es scheint. Außerdem kann ich nicht nach Ogatod, bis ich meinen Auftrag erfüllt habe. Goren ist in Grünhain. Was will der Großkönig wirklich von mir? Das können wir aber fragen. Der Großkönig? Warum wollt ihr mich unbedingt zu ihm bringen? Also gut. Es geht um die Wahl des neuen Großkönigs. Gandogar, der König der Vierten, ist mit seinem Gefolge in Ogatod und soll den Thron besteigen. Aber unser amtierender Großkönig Gundrabur will das verhindern. Er befürchtet, Gandogar will einen Krieg gegen die Elben anzetteln. Was habe ich damit zu tun? Wie könnte ich Gandogar helfen oder aufhalten? Aber was habe ich damit zu tun? Boindil will etwas sagen, wird aber mit einem Stoß in die Seite von seinem Bruder zum Schweigen gebracht. Großkönig Gundrabur wird dir alles erklären, wenn es soweit ist. Du blickst misstrauisch von einem Zwilling zum anderen. Boindil hat eine Unschuldsmiene aufgesetzt und Boindal macht nicht den Eindruck, als wolle er auch nur ein weiteres Wort zu der Angelegenheit verlieren. Warum will man die Elben angreifen? Was hat dieser König Gandogar gegen die Elben? Zwerge und Elben können sich nicht leiden. Das ist einfach so. Vrakas und Sitalia haben unsere Völker so geschaffen. Das weiß ich. Aber deswegen einen Krieg führen? Nach all der Zeit? Es muss mehr dahinter stecken. Es heißt, der König der Vierten sei hasserfüllt und in dieser Angelegenheit ein Hitzkopf. Was wisst ihr über die Dritten? Oh, das ist interessant. Eine Festung der Dritten hier im Herzen des geborgenen Landes. Das ist bemerkenswert, oder? Und beunruhigend. Aber sie waren schon immer verschlagen. Sie agieren in den Schatten und töten auch dort, wenn es ihnen gelingt. Du kennst ihre Geschichte? Ich habe davon gelesen. Lorimbur, ihr Stammvater, hat den Namen, den Vrakas ihm gegeben hat, abgelehnt und somit keine handwerkliche Gabe von ihm erhalten.
Also studiert sein Stamm den Krieg. Das hilft ihnen, den Osten zu verteidigen. Aber es brachte sie auch dazu, sich gegen die anderen Stämme zu stellen. Kein Zwerg würde auch nur auf den Gedanken kommen, seinesgleichen zu verletzen oder gar zu töten. Doch die Zwergentöter sind stolz darauf. Als sie noch mächtig waren, wollten sie sich zu den Herrschern der Zwerge machen. Sie beneiden uns um unser Können. Man hat lange nichts mehr von ihnen gehört, aber du kannst dir sicher sein, dass es keinen Zwerg gibt, der sie nicht hasst. Wie auch immer, euer Großkönig muss warten. Ich habe einen Auftrag in Grünhain zu erfüllen. Aber unser Auftrag ist... Boendil hebt beschwichtigend die Hand und wirft sich bereits den Rucksack auf den Rücken. Lass gut sein, Bruder Herz. Sieh ihn dir an. Er hat seinen Entschluss gefasst und du wirst diesen Zwergen-Dickkopf nicht umstimmen. Du kannst dir ein Grinsen nicht verkneifen. Tja, da hat er recht. Wir haben einen Entschluss und den werden wir durchsetzen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist Grünhain? Da oben. Gehen wir hier lang. Zeichen des Angriffs auf Turmweiler sind noch immer zu sehen. Doch die Reparaturarbeiten gehen gut voran. Sehr schön. Als ihr eine Rast einlegt, beobachtet ihr einen Karren, der unweit von euch die Straße entlang rollt. Auf dem Kutschbock sitzt ein junges, verliebtes Paar, das mehr mit sich als mit dem Rest der Welt beschäftigt ist. Der Anblick erinnert dich an eine alte, ungewisse Frage. Also, ich habe mich gefragt, wie sehen Zwerginnen aus? Hübsch. Sehr hübsch. Aha. Du hast dir mehr Informationen erhofft. Haben sie einen Bart? Nein, ich würde eher sagen, einen Flaum. Sehr anziehend. Und was tun sie? Ich meine, sind sie auch Kriegerinnen? In unserem Stamm kümmern sich die meisten mehr um das häusliche Leben. Sie treiben die Tiere auf die Weiden der Täler, sorgen für gefüllte Vorratskammern und gutes Bier und machen unsere Kleidung. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn Mann und Frau nebeneinander stehen und kämpfen. Einige von ihnen sind talentierte Steinmetze und Schmiede. Hüte dich nur davor, ihre Künste zu beleidigen. Sie stehen uns in ihrem Stolz in nichts nach. So, liebe Leute, aber ich würde sagen, wir machen hier Cut, machen nächste Woche weiter und werden uns nach Grünhain begeben und gucken, was da so passiert. Und wir haben gerade erfahren, Zwergenfrauen haben einen kleinen Flaum, kein Bart. Wisst ihr Bescheid? Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst mir Kommentare da und Feedback. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Let's Play-Folge, die Zwerge. Schaltet doch mal bei den anderen Projekten mit ein, vielleicht Minecraft, da bauen wir auch jetzt was für die Zwerge. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss.